muss ja nicht unbedingt zwingend Haus sein. Vergiss, was ich gesagt habe, Lena. Muss eigentlich nur überdacht sein, damit man eben auch Sachen bauen kann. Ne, wenn es regnet, kochen kann. Weil ansonsten geht halt das Feuer aus. Bäm. Und du musst halt darauf achten, dass man das dran denkt, dass man kein Feuer auf Holz bauen kann. Ja, ja. Muss man so, ich habe jetzt noch 10 Cores mitgebracht. Ja. Wo habt ihr die andere Cores hingelegt? Die sind irgendwo drin. Okay. Findest du schon. Ich glaube, in der Wertsachenkiste, die im Haus ist, habe ich dir. Die linke Cores. Ist das im Haus. Ich muss definitiv jetzt das nächste wieder mehr Kupfer machen. Es ist tagsüber, ne? Ja, ich friere nicht. Ja, es ist aber nur regnerisch. So, ich jedenfalls habe jetzt genug Knochen gesammelt, um mir den Hammer wieder aufzuwerten. Mit ein bisschen Hirschfell und Knochen kann man sich auch einen Umhang machen, aber die sind halt nicht so krass von den Werten. Ich glaube, da gibt es eine Rüstung. Ja, bei Umhang. Nee, ich glaube, wir haben nicht mehr genügend Hirschtrophäen. Umhang nimmt aber nichts an Space, den wir bis jetzt haben, oder? Doch. Nimmt irgendwas. Das, also du hast halt alles, du behältst ja alles im Inventar, was du anlegst, dementsprechend auch den Umhang. Der nimmt halt einen Inventarplatz weg, auch wenn das Ding fast nichts wiegt. Ja, aber ich meine von dem, was ich anlege. Nee, das nicht. Nur halt einen Inventarplatz. Ja, ja, okay, das habe ich verstanden. Okay, ich brauche nur noch Corewood. Wo ist das Corewood hin? Ich glaube, das ist im Lager in der Kiste. Ja. So, wie viel ist noch drin? 5. Na, hab ich wieder kein Holz erwartet. Hab ich auch schon wieder kein Holz. Nee, das hab ich in die Kiste gepackt. Kann sagen. Ach nee. Kohle. Nee, ich brauch eine Tanning Rack, um das so weiter upgraden zu können. Haben wir nicht genügend, Fellow und sowas dafür? Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall jetzt mal welche eben gesammelt, aber da habe ich mir Rüstung hergestellt. 5 Hides, Leather Scrub, Flints, haben wir 5 Deer Hides. Wenn wir die haben, können wir das. Was ist das eigentlich für ein riesen Baum bei uns? Hä? Keine Ahnung. Das ist im Himmel. Das ist der Weltenbaum. Sieht man doch. Ja, das ist Yggdrasil. Yggdrasil. Ja, mhm. Ja, mit dem Namen habe ich eher schlechte Verbindungen in Yu-Gi-Oh! Okay. Und Bleistift. Noch irgendeinen anderen Anime, aber darauf komme ich gerade nicht. Ich bin nicht so versiert in der Story von Yu-Gi-Oh! Ja. Tatsächlich nirgends Dir halt mehr. Also. Auch nicht direkt links von der. Ich hab noch 2 im Inventar, aber das war's. Oh, Lena, I'm sorry. Okay. Tatsächlich hat es das ganze Gebäude gut überstanden. Alter, ich hab erstmal. Mit dem Fällen fällt erstmal was anderes, ey. Uff. Zu stabil, du bist zu stabil. Achtung, Lena, hinter dir. Wieso kann man an anderen Baumstämmen Bäume abreißen, die zu stabil sind? Ich verstehe das einfach nicht. Ja, weil die Bäume nicht so. Auch stabil sind. Es macht halt einfach alles Prop Damage hier und da sind dann auch die stabilen Bäume nicht vorgefeilt. Ach stimmt, das hier, den hast du jetzt auch. Ja eben, das meine ich halt, den habe ich abgerissen. Und ich war so, ich will abbauen, dann auf einmal zu stabil. Und da hab ich gesagt, komm ey. Ja, ich baue mir gleich eine Bronze-Axt und dann kann ich die Kacke mal wegmachen. Was brauche ich dafür? 8 Haltung, nehme ich, du wisst nicht, wie viel was ihr eure Coins ausgeben sollte. Hä? Huh? Was war mit Coins? Die Viewer-Coins. Achso.
Bist du dazu gezwungen, mal wieder gerade zu sitzen? Schrecklich. Grausam. Ja gut, wir müssen uns damit auch mal wieder Neues anfallen lassen. Ich hab mir schon überlegt, ob ich nicht einfach deaktiviere. Ich finde halt schade, ganz ehrlich, also so muss echt sein, so du kannst ja mittlerweile, gibt es ja die Möglichkeit, Streams zu boosten. Das geht aber nur bei Partnern. Ja. Nicht bei Affiliates. Und das finde ich ein bisschen. Wäre es nicht sinniger, das für Affiliates auch einzuführen, so ein bisschen? Ja, es ist noch in der Testphase. Sie meinten, sie werden jetzt gucken, wie gut das läuft und dieses Boosten dann für mehr Leute zur Verfügung stellen. Mal gucken, ob oder wann das dann zu Affiliates kommt. Hast du alles mal in die Hand genommen, Nolan? Ja. Super. Komplett alles mal angegrabbelt. So kennt man mich. Ist das Wasser hier eigentlich tief genug, dass man hier drin segeln kann? Beziehungsweise hat das einen Anschluss ans offene Meer? Ja, hat es tatsächlich. Also wenn wir hier ein bisschen den Boden erhöhen, dann könnte man eine super, super Steg hier machen. Schönes Steg. Medium rare. Das Steg. Na Marcel, gefällt dir Steg? fuck. Panning Rack wollte ich machen ursprünglich. Aber ich muss jetzt, ich muss kurz den Kleinen ins Bett bringen. Was lachst du? Marcel ist wütend. Achso. Machen die Zeit, krass. Oder wieder wach. Schmasi? Nein, nicht der Schmasi Kleine, dein Kleiner. Ach so, Jein, der schläft halt immer. Aber ich mach den, bevor Anna ins Bett geht, mache ich ihn noch einmal frisch. Ja gut, Babys schlafen ja eh immer nur kurz und polyphasisch. Ja, genau. Hast du wirklich verstanden, was sie mit polyphasisch sagen wollte? Oder? Mehrfach über den Tag verteilt. Aber ich konnte es mir denken. Fand halt so, ja, okay, ja. Nimm mich mal so hin, ja. Mach ich mal, wenn ich was nicht verstehe, sage ich mal einfach ja. Ist okay, lass die Irre mal labern. Ich hätte gerne meine eigene Kiste. Warum? Bau dir doch eine. Neben dein Bett. Ja. Warum hättest du gerne eine eigene Kiste denn, ne? In die ich mein Ersatzzeug packen kann, wenn ich mal sterbe. Deswegen sag ich ja, wäre halt ganz cool, wenn jeder sein eigenes Haus hätte. Ja, oder ja, zumindest, wenn noch. Wir können ja auch einfach ein Langhaus bauen, wo jeder sein eigenes Zimmer hat. Würde ja schon reichen. Das brauche ich aber nicht. Das kann ich gerne bauen, das war cool. Ein Langhaus? Ja. Oh, was mache ich eigentlich? Ich renne hier verwirrt im Kreis. Pass alle Truhen mal an. Jetzt krabbelt Koka alles so, an. So, zack. Habe ich die jetzt wieder eingesammelt oder nicht? Okay. So. Voltaren? Was meinst du jetzt mit Voltaren? Das ist eine gute Schmerz. Für einen gesunden Rücken? Sollte man aber auch nicht übertreiben, weil der... Ich hab ja kein Holz, ich krieg die Krise ein. Sollte man nicht übertreiben, weil der Körper sich auch so sehr an Voltaren gewöhnt, wie er dann jedes Medikament... Keine Ahnung, ich versuche Medikamente allgemein zu vermeiden. Ist eine gute Einstellung. Wie macht mir die, Axtgedöns da? Wir haben gerade nicht mehr genügend Bronze. Wow. Ja, das dauert halt ewig, bis man das Zeug verarbeitet hat. Okay. Dauert so circa 10 Minuten, ja? Bin gleich wieder bei euch. Ja, alles cool. Ich bin das gewohnt, wenn Lena Leon ins Bett bringt. Da dauert eine Stunde manchmal. Das ist nicht wahr. Das ist wohl wahr. Ach echt? Singt ihr dir denn noch was vor? Weiß hey, ich bring ihn ins Bett, ja? Ach so. Ich singe. So geht das. Also bis gleich. Jo. Bis gleich. Oh doch, das ist... Nein, das ist nicht doch, wahr. Ist es wirklich. Legit, wir haben eine Stunde gewartet. Das weißt du noch. Ja, einmal. Aber einmal? Mehrmals. Ist auch schon oft genug gehabt, wenn wir zocken wollten abends noch, wo Marcel schon im Bett war und Leon im Bett war, hab ich auch so ewig auf dich gewartet. Ja, der lässt mich dann halt einfach immer nicht gehen. Oh
Warum fällt mir bei sowas so ein dummer Rap von der... Was war das? KSJ ein? Oh Gott. KSJ? Ja. Was ist KSJ? Katholisch studierende Jugend. Wir machen so Kinderfreizeiten. Damals schon studiert oder was? Willst du mich verarschen? Wieder studiert im ganzes Leben, ey. Die macht nichts anderes. Verhungern kann man aber nicht, oder? In dem Game. Nö. Gut, weil Kuka jetzt einfach nur rumsteht. Du fällst halt nur auf die 25 HP und ja, das ist halt das Niedrigste dann. Das Niedrigste ist dead. Yep. Kriegen wirklich nicht nochmal genug Bronze, glaube ich, hergestellt. Ich würde auch gerne eine neue Axt haben. Ich weiß. Ich gebe mein Bestes. Aber wir brauchen mehr Kupfer. Kupfer ist halt das Beschränkende dabei. Weil du halt doppelt so viel Kupfer wie Zinn. Ich weiß noch, wo ein Kupfervorkommen ist. Ja. Ja, wir könnten einen Karren bauen und dann kann man halt wirklich alles Zeug auf den Karren laden und dann zurück nach Hause ziehen. Auch wenn man auf die immer ein bisschen aufpassen muss. Warum? Weil die favorisiert von den Gegnern angegriffen werden. Die machen gerne unsere Strukturen kaputt. Hier im Game wenigstens sowas wie Wege. Ja, kann man. Also Befestigungen, dann bewegt sich das ganze Zeug nicht mehr. Ich glaube, wir müssen auch hier alles befestigen, weil ansonsten kann der Regen das alles ein bisschen verrutschen lassen und so. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja. Zumindest hatte ich das Gefühl bei der anderen Basis. Also wir können noch 5 Bronzebarren herstellen aktuell. Dann hätten wir 6. Das reicht nicht nochmal für eine Axt. Was? Kein Harz mehr? So was kenn ich gar nicht. Was ist da denn? Hä? Wo ist denn das ganze Harz hin? Weiß ich nicht. Ich hab noch 7 im Inventar. Ja, gut, ich hab. So. Alles Erz, was wir besessen haben, ist jetzt im Schmelzofen. Das heißt, den kann ich jetzt einfach laufen lassen. Lass laufen, Lena! Marsch. Achso. Sammel das mal ein. Hä, wo bist denn du? Oh, warte. Ich hab gerade nicht auf den Namen geachtet. Sammel das mal ein. Da bist du, hä, wo denn? Was? Wie? Was will Lena bei mir? Edelholz. Edelholzbogen. Macht der mehr Schaden? Ja, und ist präziser. Aber es geht auch um die ganzen Möbelstücke und sowas. Ah, cool. Ja gut, wenn ich eine eigene Axt hätte, würde ich mir jetzt auch selber farmen, als. Wir holen ja nochmal Neues. Es ist knapp. Ich guck mal hier. Wie viel ich noch rauskriege. Oh,
Holz mehr. Fick dich, Alter. Doch, es reicht noch für eine Axt. Ja, ich brauche ja für die normalen Sachen brauche ich ja normales Holz, oder ne? Hä? Weil da kann ich ja nicht durchswitchen. Bei Lampen zum Beispiel oder so. Was? Oder? Was willst du jetzt von mir? Ich habe davon geredet, dass wir noch eine Axt herstellen können. Ja, ja. Aber ich meine, wenn ich jetzt das bessere Holz abbaue mit der Axt, dadurch kann ich ja die Grundsachen gar nicht herstellen, oder? Nee, du brauchst immer das passende Holz. Aber ja, durch die Birken, es droppt normales Holz und Edelholz. Und im Dunkelwald droppt normales Holz und Kernholz. Gleichzeitig halt aus den Bäumen. Das war halt mein Punkt. Muss mal auf die Liste gucken, was wir noch alles hatten an Multiplayern für Sonntags, weißt du? Ja. Weil auswendig weiß ich das gar nicht mehr alles. Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Also wenn du dir eine Axt herstellen willst, brauchst du 2 Leather Scraps, ein bisschen Holz und 8 von den Bronzebarren, die hier drin sind. Was sind Leather Scraps? Leder... Stücke, Dinger, Mann, das was man halt von den... Lederreste. Lederreste, ja. Was brauchst du denn sonst noch? Holz. Oh. Normales Holz aber nur. Hey du, das ist nicht für dich, dieses Haus. Komm raus. Nee, mit Sicherheit nicht. Das ist unsere Küche, du Arsch. Oh, ich hab wieder ein Leck. Einzige, was mich nervt, ist die Lecks irgendwie hoch. Oh. Die rennen immer nur vor einem weg. Greif mich an. Ruhe. Wo krieg ich das andere her? Feigling. Jetzt aufgenommen. Zinn habe ich aufgenommen. Wieso nehme ich Zinn auf? Zinn wollte ich gar nicht haben. Was muss ich jetzt noch aufnehmen dafür? 8 Bronze. Ah, okay. Und dann an der Schmiede hier, gell? Ja. Was ist das denn? Bronze Adgeier. Adgeier. Ist eine Waffe, gell? Das ist eine Zweihandwaffe, ja. Die doch relativ cool ist. Du kannst damit halt zustechen und die so komisch um dich herwirbeln, was so ein Flächenangriff ist. Ja, wenn wir irgendwann mal genug. Ja, dann soll er gar nicht in unsere Base kommen. Okay. Sorry, ich hab missklickt. Sprint dich mal ein bisschen durch die Gegend. Das war nicht extra. Ich hab einfach wirklich missklickt gemacht. So, das Messer brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Zack. Und wie stelle ich diesen Kessel her? Mit dem Hammer wieder. Der ist dann bei Herstellung. Kessel. Genau. 10 Zinn. Der muss aber auch beim Feuer stehen, gell? Ja. Okay, I got you. 10 Zinn, wir haben noch 7. Obwohl, hier, ich hab noch ein bisschen was im Schmelzofen aber drin. Das Feuer darf auch nicht zu nah an der Wand stehen, gell? War das nicht so? Oder ist das Wand egal? Ist egal. Okay, Wand ist egal. Ach nee, ich muss das Dach anders machen. Ja, okay, warte mal. Dann Baue stehen eh noch nicht. Okay, der Kessel müsste, glaube ich, gerade so ausreichen. Ja, wir haben 10, beziehungsweise 11 Zinn. Ja, lass mich hier erstmal noch ein bisschen bauen. Ich hab das noch nicht so gut bedacht. Was lachst du? Was Arne schreibt. Bestimmt nur fällt ins Werbung geguckt, nur gucken, nicht anfassen. Ja, das gilt auch für die ganze Base. Aber die fassen dann immer unsere Wände an. Die wollen dann hier immer alles kaputt machen. Die Ärsche. Ja, ätzend. Überlege, hier könnte man so ein Feld machen oder bei der Küche und dann den Rest halt alles umzäunen. Und dann können wir hier vorne ein bisschen auf das Wasser rausbauen. Ja, musstest du in der Schmiede auch einen Abzug haben? Nee. Okay, da. Ja. Überlege gerade, wie ich das am besten mache, hier, um ehrlich zu sein. Oh. Ach, fuck you. Also nicht du. Okay. So ist das andere. Okay.
So, was braucht man eigentlich für das Boot, das erste? Ist das verschiedenes? Ja. Kabe, 30 Edelholz, 10 Hirschfell, 20 Harz, 80 Bronze. Nägel, das geht ja voll. Wie bounce die Treppe hochgeht, ey. Ja, deswegen finde, also die Leitern sind halt auch deswegen wegen der Animation irgendwie ein bisschen blöd. Ich habe mir jetzt auch gerade nur gemacht, halt, um ja, hinzukommen. Ich baue die auch immer nur für die Bauprojekte hier. Ja, dann kann hier auch, können auch ein Fermentierer rein oder zwei oder drei. Man braucht echt viel Met. Ist das eigentlich eine richtige Färbung oder ist das wieder Shampoo? Ne, das ist schon richtig gefärbt, aber... Marcells Reaktion. Shampoo vor allem. Sorry. Doch, es ist eine semi-permanente Haarfärbung, aber die von der Marke, die ich jetzt benutze, die halten schon echt lange und die waschen sich auch nicht so schnell aus. Und mir gefällt der Farbton. Ich habe kein Holz mehr. Ich krieg die Krätze hier manchmal. Fängst an zu frieren, du fängst an zu frieren, du Arsch. Ich meine, ja, ich bin mir ist öfter kalt, ich bin so ein Mensch, aber was soll der Scheiß? Wir sind Wikinger, hier wird nicht gefroren. Eben. Bullshit ist das. Bist du ein Mann oder bist du eine Maus? Hättest du auch gerade eben die ganzen Baumstümpfe hier mal wegmachen können. Ja, kann man mal machen. Dass man nur nicht gedrückt halten kann, sondern immer wieder neu klicken muss, um ja, ist halt zu fällen. Das war aber gerade ein bisschen knapp. Der Baum hätte mich, glaube ich, fast aus dem Leben gejietet. Hä? Das war doch nicht mein Baum, oder? Doch. Hä? Der ist doch in die andere Richtung geflogen. Willst du dich verarschen? Nur dann hat er irgendeinen anderen Baum umgerissen, der mich okay, fast aus dem Leben gejietet hätte. Alter. Boy! Face me! So. Okay, ich muss mal wieder Essen sammeln gehen, weil ich habe keine Pilze mehr. Bzw. wenn wir die Küche jetzt machen. Sollte es ja gehen, aber ich brauche bis jetzt erstmal ein bisschen Holz hier. Du da im Wasser brauchst gar nicht auf mich. Alter! Oh Gott! Okay, jetzt reißt aber gerade alles ab hier. Lena, ich habe irgendwie eine kleine Kettenreaktion hier beraubt. Was? Ich weiß auch nicht. Hammer, ich hab Feuer. Guck mal hier. Hier, da, Feuer. Scheiße, gell? Geh weg. Einzige Minuspunkt, den ich habe, wo ich den Punkt, dass ich Kraftopia geben muss, ist halt die Magie. Weil ich liebe einfach Magie in Spielen. Da ist halt schade, dass es das hier nicht gibt. Ja, es ist halt, ne, die Wikinger waren jetzt nicht so berühmt für ihre grandiosen Magier. Ja, aber ist mir egal. So, da mag ich halt Kraftopia lieber. Du weißt, ich bin, was sowas angeht, favorisierter Magienutzer. Ich weiß. Bei solchen Games. Nee. Nein. Wo muss ich denn der Schmiede reparieren? Ich hab's wieder vergessen. Excuse me? Mr. Baumstamm? Was soll das? Oh, okay. Tschüss, Koka. Ach, ist AFK-Channel geschoben worden, oder? Ich kann gerade nicht nachgucken. Ach, vermutlich. Ich habe den Streamer-Modus an, deswegen ist kein Ton da. Jo, ist er.
fühle mich nicht länger ausgeruht. Okay. Oh, mittlerweile werden Sachen gelb bei mir, wenn ich sie baue. Ja, gelb ist noch in Ordnung. Rot ist prinzipiell auch noch in Ordnung, aber da kannst du dann definitiv nichts mehr dran bauen. Ah! Okay. Ja, diese ständige Hoch und Runter hier nervt mich halt am Arsch. Mich närrisch, Lena. So. Ich wünsche mir so ein bisschen Kreativmodus von Minecraft zurück. Und sag jetzt, ja, auch nicht, sag jetzt auch nicht wieder von wegen, ja, aber die Wikinger hatten auch kein Fliegen. Ja, ist mir egal. Nee, aber das vermisse ich auch. Einfach damit du nur bauen kannst, irgendwas. So ein eben. Creative Mode ist immer ganz cool. Ich raste gleich aus, ne? Ich schwör's dir. Ich mache hier gleich, ich weiß es nicht. Kamikaze oder so ein Scheiß. Ja, es ist unglaublich. Oder wenigstens probierst du weitere Reichweite. Vor allem, weil man halt, wenn du Sachen mit Steinen bauen möchtest, dann brauchst du so horrende Mengen an Steinen. Und alleine, um mal zu gucken, was man bauen kann, ohne drauf zu achten, dass ich 5 Kisten voll mit Steinen gefüllt habe. Genug Abzug, Lena. Kann ich jetzt einfach ein Dach drauf klatschen? Guck mal bitte. Ich denke, das sollte reichen, ja. Danke. Und dieses ewige Hochspringen hier macht mich gerade echt aggressiv. Wie viel Bronzenägel brauche ich eigentlich für einen Karren? Da, 10. Oh, und 20 Holz. Das ist ja easy. Da bauen wir uns doch mal einen. Ich hatte nur das Edelholz nicht weggelegt, oder? Nee, das hier. Bin bleib ein Spielkind. Muss gleich wissen, warum, Lena. Okay. Nee, unten auch. Nee, kann ich nicht. Okay, da muss ich jetzt mal kurz. Ja, wenn ich Holz hätte. Ach nee, die Werkbank zählt ja nicht, oder was? Alter, komm, das ist doch noch drin. Das ist halt auch so, was mich ein bisschen stört, dass halt diese Werkbank halt überall mit dabei sein muss. Das ist auch so, was ich nicht so ganz. Ja, sie muss ja nicht funktionieren. Sie muss halt einfach, du kannst ja eine irgendwo draußen hinballern und das reicht. Blöd wird's irgendwann, wenn du halt diesen Steinmetz mitschleppen musst und der muss in der Nähe von der Werkbank stehen oder der. Entschuldigung? Entschuldigung? Der Kessel muss in der Nähe von der Schmiede stehen zum Beispiel. Entschuldigung? Weil ich angegriffen wurde und ich wollte ihm damit zeigen, dass das sehr unhöflich war, was er da getan hat. Im Englischen wäre es so gut mit Paten. Lena, kannst du gerade mal gucken kommen, bitte? Ja, Moment, ich fäll noch diesen Baum. Ich will was fragen. Ja. Mhm. Warte kurz. Ach scheiße, das wollte ich nicht. ja, okay. Wenn ich hier jetzt, wo ich abgerissen habe, in der Mitte, das Feuer mache, geht das oder ist es zu nah am Dach? Könnte zu nah am Dach sein. Also muss ich eins vorne. Aber du, ich meine, du kannst es mal probieren. Außerdem hast du gerade hier die Bretter in die falsche Richtung gemacht. Ja, ist mir egal. Ne, mich triggert das. Ich reiß das wieder ab. Ich muss es halt eh versuchen, hast du gesagt. Ja. Okay, muss aber kurz mal erst wieder hochholen, das Ganze. So ein bisschen. Warte, habe ich noch Steine mit? Ja, habe ich. Moment. Ah, ich habe die Hacke nicht bei. Ah. Moment. Ja, ich warte, alles cool. Fast ins Feuer gelaufen, aber nur fast. Gefühl kann ich irgendwo, ja. So. Achtung, Lena, hinter uns ist wieder ein Gästchen.
prügel ihn um. Zeig ihm deine Wut mit bloßen Fäusten. Ein Messer in der Hand, aber ist fein. Oh. Ja, ist hochgeholt. Okay. Drei. Ne, verschiedenes ist Feuer, gell? Jo. Sollte tatsächlich sogar auch nah genug an der Schmiede stehen. Wofür? Der Kessel muss an der Schmiede stehen. In der Nähe einer Schmiede. So. Ich brauch 10 Zinn. Ups. Ja, ich trag's gerade her. Ach so. Okay, oh, ich komm damit nicht die Stufe hoch. Oder was? Yep. Okay, warte, das triggert mich gerade, dass man nicht ohne Springen hier hochkommt. Jetzt aber. Hallo. Hallöchen. Hallo. Wir haben schon geredet und wir haben nicht geantwortet. Nee. Nee, ich dachte nur, ich wäre irgendwie noch gemutet. So, prima. Prima. Honig, 4 Stück sauber. Ja, Marmelade. Ich brauche cool. Ja. Marlena. Boah, was habt ihr denn jetzt ich hier? Ich habe auch welche gemacht. Eine Küche. In die Küche gemacht. Und halt, ja, die Schmiede kennst du ja schon.